Man kann es wie alles auf der Welt, fast alles auf der Welt natürlich auch kaufen. Aber kaufen ist langweilig. Kaufen ist, naja gut, langweilig vielleicht auch nicht, aber kaufen kann jeder. Ich baue selber. So auch hier. Ich hatte es ja in meinem Video 171 bei Trendstreams angekündigt und habe gezeigt mit dieser Rolle, dass ich das heute zeigen werde, was ich damit machen werde. Und zwar habt ihr es eingangs schon gesehen, ich baue kleine Zäune. Kleine Zäune kann man, wie ich gerade gesagt habe, natürlich auch im Internet ganz gut kaufen. Kosten, ja, so relativ viel Geld wie so alles zurzeit, beziehungsweise alles, was man so für den Modellbau oder Modellbahn oder Modellbau, mein Gott, ich habe es in einem Wort versucht, kaufen kann, ist es relativ teuer. Und teuer, nö, brauche ich nicht. Ne? Es ist nicht so, dass ich mir das nicht leisten könnte oder wie auch immer, aber ich möchte es mir nicht leisten können. Ich baue es selber. Also ich will schön selber bauen. Natürlich kann es sein, dass gekaufte Sachen an manchen Stellen perfekter sind. Aber ich mag den Flair von selbstgebauten Dingen sehr, sehr gerne, weil das hat was Persönliches. Das hat was Echtes. Wenn ich was kaufe, zum Beispiel hier in dem Fall, es wird ja Maschendrahtzaun, habt ihr ja schon gesehen, wenn ich das in dem Fall kaufen würde, wäre er perfekt. Perfekt von der ersten bis zur letzten Stelle. Will ich nicht. Es gibt keine perfekten Sachen auf dieser Welt da draußen, zumindest wenn ich mich irgendwo bewege. Das ist nicht alles perfekt. Entschuldigung. Viele Sachen, die sind runtergekommen, die sind abgeloddert, die sind irgendwie, ja, nicht perfekt halt. Und das finde ich so schön, wenn man irgendwas baut, wenn man was selber baut für die Modellbahn oder für den Modellbau, dass das eben nicht perfekt ist. Und das fand ich jetzt hier mit diesen Zäunchen sehr, sehr wichtig. Ich habe, ihr habt es gerade gesehen, eben noch die Maschen, diesen Maschendrahtzauns im Viereck, also im Quadrat gemacht. Ja, also im querliegenden Quadrat. Gibt es das überhaupt? Na, ihr wisst, was ich meine. Und habe das Ganze jetzt nochmal in der Diagonale versucht. Man sieht keinen Unterschied. Man sieht keinen Unterschied, wenn das nachher auf der MOBA steht. Ich habe das gemacht. Ich habe ein meiner Zäunchen, ihr könnt ja mal raten nachher, welcher das ist, habe ich ja diagonal gemacht und nicht gerade. Gerade ließ sich wesentlich leichter bearbeiten. Da hast du auch so ein paar schöne Futzeln oben drauf. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Stacheldrahteffekt oder irgend sowas. Ja, man sieht es nicht. Also macht ruhig, wenn ihr das kauft. Das reicht völlig aus. Außer ihr geht jetzt wirklich mit dem Makroobjektiv der Kamera daran und geht da so 3 cm Entfernung, dann sieht man es eventuell. Ich habe den Zaun jetzt rostig grundiert. Ich habe hier 2 Techniken verwendet. Ich zeige das nachher nochmal. Hier habe ich jetzt also eine Rostwash genommen. Diese Rostwash hat so ein leicht rotbraunes Aussehen. Das sieht man auf dem Video immer ein bisschen schlecht, wenn man so weißen Unter- oder hellen Untergrund hat. Und ist Geschmackssache. Also ich habe, wie gesagt, 2 verschiedene Techniken gemacht. Mir gefällt die 2. besser, weil alles ein bisschen benutzter aussieht. Hier sieht man es schön, habe ich auch diese diagonalen Streben da angebracht, dass es ein bisschen echter wirkt. Das ist nicht wirklich erforderlich, logischerweise, in der Größe. Aber es sieht halt natürlich echter aus und darum geht es ja auch. Und es ist natürlich, der Zaun ist 9 mm hoch. Das heißt, wenn ich jetzt mal so einen Preis allein, was so irgendwo 10, 11 mm ist, geht das so hier ungefähr, hört das auf. Also wenn ich meine Größe mal sehe, ich bin 1,88, könnte man sagen, der Zaun ist 1,80 hoch. Das passt. Und das ist völlig angemessen, auch für so eine Anlage, die ich hier da darstellen möchte. Dieses Holzlager ist das völlig ausreichend. Und ihr seht schon, ich fahre mit dem Waggon draußen vorbei. Da oben ist die Mauer. Die seht ihr im Video 171 von Trendstreams übrigens, wie ich das alles gebaut habe, weil das gehört da wieder mehr zur Eisenbahn. Das gehört mehr zum Modellbau. Und befestigt wird das Ganze nur, indem ich es in Schotter gesetzt habe. Das heißt, ich habe da nichts, keine Stütz Teile eingebracht, gar nichts. Es lehnt auf der linken Seite an der Mauer und ich habe es unten im Wasser-Weißleim-Gemisch in den Schotter reingesetzt. Bombig, das hält. Natürlich, wenn ich da mit der Hand gegenfege, dann fliegt der Zaun wahrscheinlich irgendwann auch mal weg, das ist klar. Hier habe ich jetzt die 2. Variante, das heißt, ich brauche ja ein paar mehr von diesen Zäunchen, die habe ich jetzt hier. Da habe ich mir nochmal 8 Stück, ich glaube 8, da waren es 6, ist auch egal. Jedenfalls ein paar mehr gemacht. Und man merkt natürlich, je mehr man da irgendwo, hier sieht man schön das Muster, ne? Je mehr man davon baut, umso besser werden sie. Ganz einfach. Ist eigentlich logisch. Das ist wie so alles, was man in Reihe produziert oder herstellt, wird immer oder sollte immer besser werden. Hier reinige ich meine Pinzette, weil irgendwann hast du Kleber vorne dran an der Spitze. Dann bleiben die kleinen Holme, diese kleinen braunen Drähte, die kleben dann regelrecht an der
Pinzette, wirst du wahnsinnig. Dann nehme ich einfach den Flammenwerfer hier und brenne den Kleber vorne wieder ab und schon kann ich wieder ganz toll was greifen. Ja, das ist also so ein kleiner Tipp. Vielleicht machen es die meisten auch so. Ich fand es jedenfalls nicht unwichtig, dass man das mal weiß. Ist halt praktisch. Hier verwende ich jetzt keine Wash, keine Rostwash. Das ist eine Rostgrundierung. Hat für mich den Vorteil gehabt, viele, die meinen anderen Kanal verfolgen, wissen das wahrscheinlich, dass ich das verwende. Das ist eine ganz matt austrocknende Wash. Richtig toll, um Rost darzustellen. Das ist ja auch eine Rostwash. Ja? Und wenn ich nachher, dann gehe ich, das komme ich gleich nochmal zu. Wie gesagt, da oben habe ich sie alle hingelegt und die müssen erstmal abtrocknen. Die hat den Vorteil gehabt, dass das an den Stangen, an diesen Stützstangen, die da so angeklebt sind, da bleibt ein bisschen mehr haften. Seht ihr das? Und da hast du den Effekt, dass das irgendwo netter aussieht. Das heißt, verrotteter, verdreckter. Du hast doch oft in diesen Bereichen irgendwo ein bisschen Dreck drin. Hier gehe ich jetzt mit einer schwarzen Waschtrommel. Der Vorteil ist, wenn ich die Stellen, die ich nicht mit der Wasch berühre, die bleiben rostfarben, der Rest wird so ein bisschen schwarz. Und fand ich nett, dass durch diese Geschichte manche Maschen zu sind, verklebt sind. Das war am Anfang nicht so geplant, aber als ich es gesehen habe, habe ich gesagt, perfekt. Ja, weil du hast da eben so ein paar Sachen, wo mal Dreck drin hängt, wo eben auch Gebüsch davor kommt, wo da vielleicht Blätter drin sind oder. Und das finde ich, sieht einfach toll aus. Und das ist das, was ich meinte am Anfang. Das, was man irgendwo selber macht, hat eine persönliche Note. Kein Teil sieht aus wie das andere. Alles sieht unterschiedlich aus. Alles ist unperfekt, wenn es dieses Wort geben sollte. Finde ich toll. Finde ich wirklich, wirklich toll. Und jetzt habe ich hier meine Zeugchen fertig gemacht. Hier habe ich mir jetzt die Möglichkeit geschaffen, ich habe da immer so ein bisschen noch dran gelassen, dass ich die Zäunchen miteinander verkleben kann. Ja, da stehen so ein paar kleine Maschen über sozusagen und das kann ich unter den anderen kleben. Und guck mal rechts in dem rechten Teil, was mir da gerade an den Fingern nicht kleben geblieben ist. Da hast du zwei Maschen drinne. Finde ich super. Und an dieser Stelle kommt vorher ein kleiner Busch gepflanzt. Oder dahinter, weiß ich noch nicht, wie man das macht. Muss ich mir angucken, wie es aussieht, wie es wirkt. Und dann ist das Ding benutzt und dann sieht das aus, als wenn das schon 20, 30, 40, 50 Jahre da steht. Ganz, ganz toll. Also mir hat es wirklich gut gefallen. Hier sehen wir jetzt einen kleinen Spoiler von meinem Video 172. Von Drain Dreams, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Das kommt ja, glaube ich, heute auch raus. Und da könnt ihr natürlich gleich rübergehen. Ich verlinke alles hier am Ende nochmal in der Endcard drin oder unten in der Videobeschreibung. Und da setze ich sozusagen auf diesen Felsen, der da noch nicht wirklich fertig ist, unten drunter, setze ich die Zäune oben in Erde. Diesmal habe ich reine Erde genommen. Habe ich Erde drauf gerieselt, vorher war natürlich Holzleim oder Weißleim drunter. Holzleim sagt man immer gern dazu. Und habe das dann wieder auch nur reingesetzt. Aber hier habe ich links und rechts, das könnt ihr in einem anderen Video sehen, wie ich das aufgebaut habe, habe ich kleine Drähte angebracht, die das Ganze nochmal stützen. Weil das ist ein abnehmbares Modul, das kann ich also entfernen von der Modellbahnanlage. Und da möchte ich nicht, dass ich, wenn ich mal an den Zaun da komme oder weiß mal irgendwo hingelegt habe, wo doch irgendwas auf dem Tisch lag oder was weiß ich, dann knickt das ab und das ist ärgerlich. Hier seht ihr es. Hier vorne ist natürlich noch ein Spalt mit drin. Der Spalt ist ganz einfach, das ist ein Modul, was noch nicht rangedrückt ist, weil da, man sieht es ein bisschen in der Mitte, der Kleber noch flüssig ist und ja, das muss erstmal abtrocknen. Aber so sieht das Ganze aus. Da hinten, nein, ich sage es nicht, ihr sollt ja raten, aber ich habe es jetzt eigentlich schon verraten, aber ist ja auch egal. Da ist der Zaun, wo das Diagonale drin ist. Ich finde, das reicht so völlig hin. Es sieht gut aus, es ist nett, erfüllt seinen Zweck. Das war's, was ich euch zeigen wollte. Dann sage ich, macht's schon gut, bis zur nächsten Folge, euer Uli. Tschüss.